Was machst du? Also ich möchte gern das Meer darstellen auf meinem Löffel. Dazu mache ich, wir haben so schwarzen Tempeh, so Steine unten. Tempeh ist sozusagen Tofu, nur dass man die Sojabohnen noch im Ganzen lässt. Also es sind einfach fermentierte Sojabohnen. Ich versuche so ein blaues Gel zu machen und dann einen Sud, einen weißen Tomatensud, dass es wie Wasser ausschaut, aber trotzdem Geschmack hat. Und dann so einen Algensalat. Ja, mach, aber mein großes Aber, Tempeh schmeckt nach nichts. Ja, das Blaue, was soll dir das geben? Also ich finde Tomate, also einen Tomatensud jetzt schnell zu machen, ja, finde ich super. Den Rest verstehe ich nicht, ehrlicherweise. Ja. Aber vielleicht macht Spaß. Auf geht's. Ist natürlich schwer, weil die wenigsten kochen jetzt daheim so richtige Gourmet-vegane Küche. Ich meine, so eine vegane Reispfanne und so, ich glaube, das kriegt noch jeder hin. Aber deswegen, also dass man richtig einen feinen Gourmetlöffel in vegan hinbringt, ist schon herausfordernd. Also mir war einfach wichtig, dass es sehr puristisch wird bei dem veganen Wasser. Und es soll auf jeden Fall wie Wasser aussehen, also eher klar sein, aber dann doch viel Geschmack haben. Tapioca muss ich noch 5 Minuten irgendwie in Wasser kochen oder so, ne? Einfach schnell kochendes Wasser auf. Du brauchst maximal für die Löffel, die du brauchst, 3 Esslöffel oder 4 Esslöffel Tapioca. Ne? Und die dann schön kochen lassen. Ja. Habe ich noch nie mitgearbeitet mit Tapioca-Perlen. Ich glaube, das ist einfach so eine Stärke gewonnen aus, ich meine, es ist Maniok oder so. Ja, und die kann man dann in Wasser kochen und es gibt so eine schöne, glibberige Konsistenz. Bei mir gibt es heute einen Gurken-Kopfsalat-Sud mit Tapioca-Perlen, gebratenen Radieschen und einer Apfel-Lauch-Quellersalsa. Du brauchst ein Kräuteröl. Ja. Ich würde sowas Frisches machen, wo du dann die Tapioca reinmachst. Minze oder so vielleicht? Minze ist super. Vielleicht noch ein bisschen grüne Schärfe versuchst dran zu bauen. Wie lange brauchen die Tapioca-Perlen zu kochen? Du nimmst einen Löffel und guckst. Du siehst, da passiert noch gar nichts. Ja. Ist ganz einfach, wenn man es einmal gemacht hat. Hat man es noch nie gemacht, so wie Tim, und scheißt sich in die Hose, weil Viertelfinale und nicht wissen, was mache ich da eigentlich, dann ist das nur eine Hemmung, die man nicht braucht beim Kochen. Keine große Ahnung nachher, wie es. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das schmecken kann. Ich mache hier gerade das Wasserkresseöl. Dann habe ich das Innere von der Gurke, weil das ist ja nur Wasser. Das gebe ich so als Hauptkomponente sozusagen drauf. Und alles andere machen wir mal nebendran mit der Gurke und Radieschen ein bisschen, also schön in die frische Richtung. Ich habe mich recht schnell auf die Gurke festgelegt, weil die Gurke besteht ja zu 99% aus Wasser. Und das war für mich einfach dieser Moment, okay, ich will das so in Szene setzen, will so das Thema Wasser aufgreifen. Hat auch direkt die Idee gehabt und gesagt, komm, ich entsafte das und dann machen wir einen klaren Sud. Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir einen Sud machen, aber wie wollen wir den auf den Löffel kriegen? Und da muss man sagen, es gibt eine Ausnahme zum Löffel, wenn das Thema Eintopf, Suppe ist, ja, dann gibt es so eine kleine Glasschale, die wir hier nehmen dürfen bei The Taste. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich eine gute Idee. Und habe auch sofort dem ganzen Team gesagt, Liquid, Wasser, lasst uns auf eine Suppe gehen. Ich mache heute eine Variation von der Gurke mit dem Inneren der Gurke, dann ein Gurke-Minz-Sud, ein Wasserkresseöl, ein bisschen Salikorn und Radieschen. Tim, sind die so in Ordnung? Nein, glaub mir, die sind noch nicht fertig. Ach so. Nein, nee. Die müssen, guck mal, die fangen jetzt an, außen zu gelieren. Ja, das wird heute wahrscheinlich nicht mein Tag werden. Vegane Küche, die Zutaten, die hinten in der Speisekammer liegen, die kenne ich zu 90% nicht. Fettbrand, Unser Thema ist Erde, nicht Feuer, gell? Ich sag's nur, gell? Aber ich bin bei der Feuerwehr. Du bist bei der Feuerwehr? Ja, klar. Hör auf! Ich bin, seitdem ich 9 Jahre alt bin, in der Jugendfeuerwehr. Ja, wir sind eine tolle Mannschaft. Aber ich find's auch wichtig, dass man irgendwie anderen Menschen hilft. Hast du das gewusst? Du hast das ja faustdick hinter den Ohren. Das habe ich nicht gewusst. Katrin ist halt so ein richtiger Vollgasengel, gell? Die ist furchtlos, die macht alles, die packt an. Ich glaube, da gibt es Männer, die sich schon in die Hose kacken und sie rennt hin und sagt, komm, ich mach das mal auf. Die macht sich auch den Männern die Bierflaschen auf. So, weißt? Komm her, ich mach das mal auf.
Gut, dann weiß ich jetzt, wenn ich anrufe, wenn es bei mir mal brennt. Wenn es mal heiß hergeht, meinst du? Ja. Ah. Jetzt schauen wir, dass wir eine Bindung bekommen. Pflanzliche Kaviar besteht aus einer Flüssigkeit, die man mit Agar-Agar aufkocht. Und ich habe hier Rote-Bete-Saft und Himbeeressig genommen, damit die so ein bisschen sauer werden. Und tropft die mit so einer kleinen Pipette in dieses kalte Öl. Da werden die ganz schnell fest. Und dann hat man so eine richtig schönen Kaviar-Perlen. Ist jetzt nicht so verrückt. Sieht halt fancy aus. Geil! Was? Geil! Ich liebe die, ne? Das ist so cool. Ja oder nein? Ja, ist cool. Guck mal hier. Ja, dann sag mal, ja, ist geil. Ja, ist geil. Ja, laut. Ja, ist geil. Ja, okay, das finde ich geil. Du willst nur, dass die anderen das hören und Angst kriegen, oder was? Ich will, dass der Janni das mitkriegt. Janni! Wie läuft's? Gut. Vermisst du mich schon? Ja, ja, auf jeden Fall, aber gerade ist es Stress. Okay, Entschuldigung. So schnell ist mal abgeschrieben. So hier. Schnell hat er mich vergessen, ja. Mein Janni. Nein, ich glaube, er ist einfach mega im Stress. Also, es ist ein schwieriges Thema. Die da drüben haben ja das Thema Wasser. Vielleicht hätte Janni lieber das Thema Erde gehabt. Tut mir natürlich wahnsinnig leid. Mir geht's sehr gut. Traurig natürlich, aber auch happy, dass ich jetzt, dass die Reise weitergeht. Angespannt, weil das Thema vegan ist jetzt nicht so mein Favorite-Thema. Und die Challenge ist auch hart mit Wasser, finde ich. Bei mir gibt's heute ein veganes Dashi aus Kombu. Mit Einlage Birne, Sellerie und Tapioca. Und oben kommt ein Estragon-Lauchöl drauf. Also ein Dashi funktioniert so, dass man eigentlich als Basis hat man Wasser auf jeden Fall. Dann kommen Kombu-Algen rein, Bonito-Flocken, das ist getrockneter Fisch quasi. Das habe ich weggelassen und habe einfach mit mehr Kombu gearbeitet. Das müssen wir jetzt herausfinden, wie das auch geschmacklich ankommt. Und ja, das ist die Challenge. Janni ist ein Profikoch, der ist jung, voller Enthusiasmus und Engagement. Der muss also eher ein bisschen eingebremst werden, als dass er angeheizt werden muss, kreativ zu sein. Und da, glaube ich, bin ich genau der richtige Coach. Es ist so wie bei Fußballfans, wenn die jetzt zum Beispiel einen Ronaldo oder einen Thomas Müller haben. So ist es bei mir mit Tim Raue, muss ich ehrlich sagen. Es gibt 3, 4 Köche, die mich inspiriert haben, Koch zu werden. Und einer davon ist Tim Raue. So, du brauchst ja nicht viel. Schmeckt nach gar nichts. Ja. Mach ein bisschen Rohrzucker ran, mach ein bisschen Sojasauce ran und mach ganz viel, ganz schnell Einlage. Jetzt Topinambur rein, koch das. Also der Ricky hat ja vorhin gesagt, dass er unter geräuchert versteht er auch Luft. Deswegen räuchern wir uns unseren Kohlrabi nachher. Eiweiß. Ersatz quasi ist unser Kichererbsenwasser. Das kann man einfach schön aufschlagen. Das aromatisieren wir uns. Dann haben wir noch mal ein Luftelement. Ja, Maximilian, gleich gute Idee gehabt. Das Wasser von den Kichererbsen kann man aufschlagen. Ja, das ist nämlich so ein kleiner Geheimtrick unter Veganern, weil das ein gefühlter, aufgeschlagener Eiweißersatzmoment ist. Machen wir Stopp. Sieht sehr gut aus. Super. Lass mal probieren da. Also schau mal, wie schön das ausschaut, ja. Wenn das nachher auf den Löffel kommt. So, jetzt pass auf. Bitte mach mir einen Gefallen. Nimm die Hälfte vorsichtig raus in der Schüssel. Ja. Und dann müssen wir da noch Gewürz reinarbeiten. Kichererbsenwasser ist halt komplett geschmacksneutral. Das schmeckt einfach nach gar nichts, hat nur eine schöne Konsistenz. Und wir brauchen ja Geschmack da dran. Und deswegen einfach nur ein bisschen Ras El Hanout. Gibt eine schöne Würze. So, also, ich sage mal so. Den Schaum, Hammer. Huhu. Dann Humus. Wenn das gar ist, das mixen wir, dann muss man das ein wenig kalt lassen. Den Hummus einfach Zwiebeln in den Topf angeschwitzt, dann kommen da die Kichererbsen drauf. Das wird Ganze mit Gemüsebrühe aufgegossen, ein bisschen Kreuzkümmel rein, Ras El Hanout rein und wird so lange gekocht, bis es weich ist und dann einfach nur ganz fein püriert. Ich würde jetzt hergehen und würde sagen, wir räuchern jetzt. Ja. Also einen Topf, Räuchermehl unten rein, da müssen wir ein Sieb rein tun und brauchen einen Deckel drauf. Das heißt, das Sieb, was genau reinpasst. Und dann rollen wir die auf und räuchern. Passt. Sud fehlt uns noch. Haselnuss, ja. Check. Ja. Kichererbsen röstet, check. Ja. Hummus müssen wir nur luftig machen, aber ist fertig, check. Ja. Kohlrabi räuchert. Ja. Schaum ist fertig, müssen wir nur abschmecken, check. Also ich finde, in einer Stunde kann man viel zu zweit schaffen. Und deswegen war ich eigentlich
positiv gestimmt, dass wir heute auch einen guten Löffel abliefern werden. Und mach weiter! Es läuft gut! Boah, die sehen gut aus. Gut, den ersten kriege ich. Können wir uns den ersten nicht teilen, bitte? Oh, dann mach noch einen. Ich bin futterneidisch. Naja, nicht nur du. Bitte schön. Dankeschön. Das sieht gut aus. Boah. Ich würde sagen, Weltklasse. Ja, dass sie jetzt ganz okay schmecken, das freut mich natürlich. Nicht okay. Ich habe Weltklasse gesagt. Okay ist mein größtes Lob, hey. Kann man essen. Das heißt, wahnsinnig gut einfach. Ich brauche keinen Fisch. Ich brauche keinen Hahn. Ich esse Löffel ganz vegan. Frank? Und? Gut? Ja, also mir schmeckt es sehr gut. Also hast du schon was zum Essen bekommen? Falafel. Ah ja. Ah. Falafel. Ja, Falafel ist jetzt für mich nicht unbedingt so Feuer. Die Frage, was kommt danach dazu, wenn er jetzt vielleicht irgendwas macht, was verbrannt wird? Gebrannte Falafel ist jetzt für mich nicht Feuer. Also wenn ich mal in Berlin bin, dann gehen wir richtig gut vegan essen, okay? Dann zeigst du mir einen Platz. Ja, mir fällt gerade keiner ein. Ja, aber Berlin ist für mich super vegan. Tim, Berlin steht schon auch für vegane Küche, oder? Naja, es ist auf jeden Fall natürlich dadurch, dass die Menschen dort sehr frei sind in ihren Lebensumständen, hat sich vegan schon relativ früh etabliert, weil halt dort eine andere Lebensform auch nicht nur akzeptiert, respektiert wurde, sondern dann auch Restaurants entstanden sind. Ne? Jetzt mal ganz kurz, ich habe jetzt das hier da, das können wir weglassen. Komm mal her. Komm mal ganz kurz her damit ich sehe. Boah, die sind ja mega. Gib mir mal ein Messer. Messer, ja? Das ist der Sud. Was für ein Sud? Der Läuterzucker mit Ingwer. Ja, Läuterzucker wird gerade in der Patisserie auch viel verwendet zum Süßen. Also es ist, gibt ganz unterschiedlich. Die meisten machen Läuterzucker, ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Und dann wird das so ein bisschen sirupartig. Ach, die ist hier reinstecken. Und dann den Sud, das Öl. Mhm. Okay. Amber, mach's. Das sieht sehr, sehr gut heute für dich aus. Sehr, sehr. Sehr, sehr. Beeindruckend. Ich habe mit Christopher jemanden, der eher so vielleicht aus der nordischen Küche kommt, mit einer Schönheit und einem Glanz, wo ich merke, da flammen so kleine Sterne von Säure und ein Hauch etwas Pikantes auf. Der hat ein unglaubliches Potenzial. Hast du das Öl jetzt noch mal? Habe ich mit Chili, ein bisschen Salz und ein bisschen Salikorn mit reingemacht. Okay, probieren. Ja. Schärfe kommt ganz am Abgang. Bombe. Aber jetzt gleich passieren. Ja. Gleich passieren, weil sonst. Huhu! Aber sehr gut. Das ist exzellent, mein Lieber. Exzellent, Christoph. Also es gibt ja immer neue Sachen, die man neu irgendwie mal entdecken kann. Und das ist natürlich auch für den Tim Raue so, dass er von uns dann vielleicht mal was erlebt, was er so noch nicht gekannt hat. Und das ist natürlich immer schön, wenn es ihn dann auch begeistern konnte. Würdest du die Birne einkochen ein bisschen? Ich finde das zu hart. Also ich finde den Sud gut, aber ich finde die Birne ist zu süß. Was hältst du nur davon, einen Pilz mit Pilzcreme zu machen? Pilze anzuziehen, mit veganer Sahne mixen, dass man in die Schale unten so eine Pilzcreme reinmacht. So was Cremiges, Langes. Der Sud ist brutal. Wenn man wirklich verbissen und fokussiert ein Gericht entwickelt, in der Arbeit, so hat sich das angefühlt, mit Tim Raue zu kochen. Und ich glaube, wenn man seine Ratschläge annimmt und gut mit ihm kooperiert, dann dreht er auch gar nicht durch. Bah. Wenn die so geliert sind, dann sind die... Alter, du gehst mir auch im Zeiger heute mit den Dingern. Lass die kochen, die brauchen. Ach so. Ja, ich hab dir ja gesagt, das braucht, bis es fertig ist. Bis dieses
Tapioca-Kügelchen nicht mehr weiß in der Mitte ist, sondern galatartig ist. Okay. Also Freund Tim war heute einfach so, irgendwie hat er was gekocht. Also heute ist nicht viel mit Plan und wie der Löffel aussieht, keine Ahnung. Da hat sich riesig angestellt, die Tapioca-Perlen in Wasser zu kochen, kam er, glaube ich, ein Dutzend Mal angehalten. Schon fertig. Der ist mir heute ein bisschen auf den Keks gegangen. Den weißen Tomatensud, da habe ich einfach die Tomaten mit ein bisschen braunen Zucker und Salz gemixt und dann abhängen lassen über ein Passiertuch. So schmeckt jetzt mal der Tomatensud. Wenn dir jetzt noch was anderes einfällt, was ihr dazu machen soll. Boah, ist der schön. Ist der schön. Paula ist unglaublich feinsinnig. Paula hat in ihren jungen Jahren, die ist ja erst 21, ein so tiefes Verständnis für Essen. Und das macht Paula auf ihre ganz eigene Art und Weise wunderschön. Sehr elegant und absolut einzigartig. Die Frage ist halt, wie reduziert kann ich es machen? So reduziert, wie du willst. Wenn du nur zum Beispiel jetzt bei den Tomaten die Kerne noch rausholst, dass die Kerne auf dem Boden sind. Von mir aus kann das auch so sein, dass du es nur wegziehst. Aber es war so wenig irgendwie. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ist es jetzt einfach super puristisch oder viel zu wenig? Willst du die Konstellation mal probieren? Ich habe jetzt Pilz verbunden. Ich habe so ein ganz feines Pilz-Ragout gemacht, was vielleicht ein bisschen das Salz wegnimmt. Mhm. Ich finde es irgendwie spannend. Aber vielleicht passt das nicht mehr zum Thema so. Sehr, sehr erdig. Also, genau. Das Problem ist, wir haben uns beide, mein Fehler, so ein bisschen verrannt. Wir hätten vielleicht, wenn das Thema gewesen wäre, Wasser und Erde, da wären wir vorwärts gekommen. Ich finde aber, dass das Japanisch auf Sternenniveau ist. Es hat wahnsinnig gut geschmeckt. Ja. Ich habe sofort überlegt, wie ich das bei mir in einem meiner Restaurants implementieren kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es hat nicht zu dem Thema schlussendlich gepasst. Ich habe mich auch beim Schuldig gesagt, du, wir sind da falsch abgebogen. Wir hätten in einer anderen Farbwelt und Geschmackswelt denken müssen. Aber sehr, sehr gut gemacht. Und dann kommt einfach so ein Vorbild von dir ums Eck und sagt dir, ey, du bist echt ein geiler Koch. Ich weiß nicht, ich kann das alles nicht glauben irgendwie. Ist das wie im Fernsehen.